Jetzt kommt es aber darauf an, wer trifft die Engstelle am besten. Und das ist Ray. Sehr, sehr gut getroffen. Direkt in die mittlere Linie reingegangen. Jetzt für links entschieden und dann direkt weiter durch. Das ist ein sehr, sehr solider Vorsprung, der sich jetzt hier aufgebaut wird. Und eventuell sogar schon die Vorentscheidung, weil die Strecke ist relativ kurz. Durch den Propeller. Einfach ohne Probleme durch. Jetzt hier die Lottokugel nur noch souverän. Oh, an der Lottokugel ein bisschen hängen geblieben. Jetzt kommt es gar nicht rein. Tom kommt wieder nah ran. Die beiden gehen jetzt hier also ins Duell in die Lottokugel. Aber Ray geht als erstes rein. Wer droppt als erstes aus der Lottokugel und damit ins Ziel rein. Viel ist da nämlich nicht mehr. Das wird jetzt eine interessante Angelegenheit. Oh, Tom ganz knapp dran vorbei. Das hätte auch ebenso gut treffen können hier. Es ist nur der Booster und das sieht Ray. Ray wird sich hier den Erstplatz... Oh, Enya! Enya mit dem Move! Was war das denn für ein Move hier? Ohne Probleme hinter dem Booster ist nämlich doch eine Welle, durch die man einfach abgebremst werden soll. Und Enya boostert sich über diese Welle drüber. Alter Vater, das war der Move des Abends. Ich lege mich an dieser Stelle einfach mal fest.